Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Staxer mit dabei, der Bloody, natürlich. Das ging jetzt aber richtig flott. Ich starte davor direkt die nächste Aufnahme. Oder? Freilich, ja. Freilich. Ich kümmere mich jetzt halt erstmal drum, dass wir hier vielleicht irgendwann wieder zu Kohle kommen. Ja, das wird tatsächlich ziemlich gut. Was ist meine Hacke? Ich bin gerade dabei, das Dach zu bauen. Hacke. Warte mal, das... Hä, da fehlt doch noch eins. Wo ist das? Jetzt ja. Krempel erstmal raus. Erstmal nur das Wichtigste, was wir jetzt wirklich brauchen im Inventar. Und... Ach, wir brauchen ja gar nicht gießen, Mann. Nö, es regnet ja. Ja. Wo ist meine Kartoffel hin? So, frisch. Meine Kartoffel ist weg. Untersuchen. Es sieht nicht gesund aus, es braucht Wasser. Also wenn es regnet, müssen wir es trotzdem gießen. Ja, tatsächlich, man muss es trotzdem gießen. Blöd. Aber gut, wenn es anders nicht geht, dann müssen wir es nutzen. So, dann baue ich mal meinen Barn weiter. So, gucke mal. Der Beginn des Daches steigt. So, Rover ist definitiv flink. Da der Boy natürlich ein bisschen an Geld geklaut hat, hat er natürlich mehr Geld. Ja, stimmt. Aber clever. Ja, gut, ob es jetzt was bringt im Nachhinein? Das weiß ich auch nicht. Trog fertig, Dach fertig. Hast Dach fertig? Ja, steht da. Was? Ey, was hast denn du dir da Cooles gekauft, Alter? Ja. Das sind diese hellblaue. Im Zweifel könnten wir doch theoretisch einfach zu irgendwo hingehen und jemand anderes das Dach klauen, oder? Mit dem Hammer schön das Dach abmachen. Ja, so gesehen wird das gehen, aber wir haben so viel Holz noch können. Ach, wo ist die alle denn schon wieder? Auf dem Marktplatz, alles klar. Montieren. Gibt es keine Blaupause bezüglich? Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Ach, die läuft. Wie kriege ich denn bitte schon überhaupt so eine Holzdinge hin? Warte mal. Also einen Holzblock kannst du dir bauen, aber brauchst du bloß halt das, das Holzgelumpe, was wir da aus der Säge rausbekommen haben, und Kleber. Ach, du brauchst Kleber dazu? Mhm. Also, du kannst in dein Crafting-Menü reingucken, da seht ihr die Anleitung dazu. Jetzt rennt der Leiser dann halt nicht weg. Gute Arbeit, Lumpik Hunter. Die Scheune wird mich glatt zum Weinen bringen, wenn ich das könnte. Falls du noch nicht bei ihm warst, würde ich jetzt sagen, dass du Maximilian davon Bericht erstatten solltest. Alles klar? Ich kann keinen Pfosten. Ist so ein Kack. Ich gehe jetzt erstmal zu Maximilian. Hä? Warte mal. Für zwei Bauholz brauche ich zwei Rohholz. Habe ich. Aber für fünf Pfosten brauche ich zwei Bauholz. Mhm. Ich habe einiges über deine fabelhafte Scheune gehört. Das hört sich an, als ob alles in Ordnung wäre. Ja, ein paar Kühe. Viel Glück. Okay, danke. Okay. Das geht gar nicht. Hä? Hey, warte mal. Muss ich das hier machen? Ich möchte nee, sehen, nee. Was du mit dem Platz veranstellen kannst. Was? Geht gar nicht. Was ist denn das für ein Kack? Haben wir irgendwo noch was anderes hier drin? Nee. Nö, ne? Ja. Mm-mm. Ja, auf dem Marktplatz kannst du dir halt, wie gesagt, das billige Holz kaufen. Ja, ja, das ist schon richtig. Das kostet halt 10 das Stück. Ja, ich habe nur noch 60. So. Zum Beispiel verkauf mal ein bisschen was. Ich säge mal ein bisschen Holz derweil. Vielleicht kann mir das rohe Holz verknüpfen. Ja, kann man. Nein, ich habe jetzt gerade ich habe gerade 12 Stämme verkauft. 1380 Dinger habe ich jetzt. Wie hast du die Stämme jetzt genau gebaut? Einfach das normale Holz dazu, Bauholz zu verarbeiten. Okay. Wow, was ist denn jetzt hier los? Ach, der ist Nachtwechsel. Ja. Möchtest du einfach noch frei bauen? Probier es einfach mit /creative-mode. Will aber nicht /creative-mode. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich brauch... Okay, wo sind die? Hat er die nicht mehr? Doch, nee. Hat er nicht mehr. Hä? Hat er nicht gesagt. Okay,
Okay, Bauholz, 2 Rohholz. Okay. An dem muss ich jetzt hier montieren. Bookshelf, Crate. Hä? Der hat keinen Dingens. Keine. Ist das nicht Rohholz, was ich hier habe? Nee, das ist doch Bauholz. Ach so, ah. Der hat die für 10, also der hat zwar für 10 Holz hier, aber die weißen Holzplanken, die haben wir, glaube ich, hinten gar nicht, ne? Pfosten, 2er Bauholz. Die musst du jetzt schnitzen. Die haben wir gar nicht mehr, ne? Wie willst du schnitzen? Ja, das ist es ja. Aber ich wäre sogar dafür, dass wir uns mal hinlegen. Mhm, ja, können wir machen. Damit wir ein bisschen Licht haben. Cell, muss ich das da einfach reinschmeißen? Ja, du platzierst es da einfach und Ich bekomme dafür 700, wenn ich jetzt 7 verkaufe. Okay, jetzt habe ich es da platziert und dann muss ich mit dem reden? Korrekt. Nee, du musst einfach verkaufen klicken. Hä? Verkaufen? Ja, nochmal dort. An der Kiste und dann verkaufen. Cool. Aber ich hab aber nicht mein ganzes Geld. Ich habe nicht 700 dafür bekommen, sondern nur 693, wie da stand. Komisch. Hast du das Rohholz? Nee. Ich habe das Bauholz habe ich reingetan. Bauholz? Ach so, kann das sein, dass du... Ich habe ja nichts geklaut und ich habe genau 1380 bekommen, als ich die ganzen Holzklötze da verballert verraten habe. Hm. Hey Rover, was geht? Jetzt muss ich nochmal gucken, ob der was Wichtiges für mich hat. Zuallererst brauche ich Lompi. Mhm. Ich bin das Ganze voll falsch angegangen. Ich kann ja auch ganz genau sagen, warum. Ja. Ich habe nämlich jetzt gerade einen Hühnerstall kaufen können für 100 Gold. Ja. Das heißt, die Hütte, die ich jetzt gerade hier baue. Jo. Wo ist das Hühnchen? Da ist das Hühnchen. Okay. Das heißt, ich baue es am besten mal hier hin. Das ist faszinierend, das Spiel. Ist auch interessant, mal wieder was Neues zu lernen, ja. Oh, Wings ist hungrig, natürlich. Kriegst du sofort. Ja. Frying Station, Boiling Station, Baking Station, Kombinier Station. Vor allem, man muss auch sagen, dass wir komplett blind das ganze Spiel. Wir kennen. Ranch Window. Bookshelf. Crate. Wir kennen uns mit dem Spiel absolut null aus. Frying Station. Wie kann man sich Klamotten kaufen? Hast du die... Kann man sich Glocke kaufen? Ich habe gerade mal eine Sägestation gekauft. Tankkiste, Hühnerfutter, Chicken in a Crate, Football, Hühnerstall. Den ich habe direkt für 100 kaufen, den Hühnerstall. Ah, okay. Ich weiß, habe ich schon gebaut. Aber ich brauche noch Hühnerfutter, weil... Ich kann dir Hühnerfutter mitbringen. Also, du hast jetzt selber genug Geld, ne? Ja, aber bin aber wieder pleite. Ah, dann können wir jetzt deine Materialien von deinem geplanten Hühnerstall theoretisch ja wegnehmen, oder? Korrekt. Ich würd sagen, wir verzichten weiter auf das Tutorial. Kann man das abschalten? Nö, glaub nicht. Nein, da kann man nicht. Und leider nicht. Und dann können wir nämlich dein Holz hier bei mir für meinen Barn verwenden, sozusagen, um da die Kühe dann reinzupacken. Interessant das. Hallo Rover. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir das da stehen lassen. Weil wir brauchen auch eine Werkstatt, oder nicht? Das stimmt eigentlich, aber wir müssen ja irgendwie erstmal gucken, dass wir die Kühe, dass sie uns nicht wegrennen. Weißt du? Guck mal. Weil hast du dein Chicken schon mal wieder gefunden? Oh nice, du hast eine Säge gekauft. Jo, deswegen bin ich pleite. Ja, wolltest du nicht ein Hühnerding kaufen? Hab ich schon. Da steht bei dir da. Ein bisschen rechts davon. Ich werde das wahrscheinlich umbauen, spawnen Hühnerfutter. Ach, da. Habe ich Hühnerfutter gekauft? Ja, habe ich. Nee, lass es ruhig da stehen, das ist doch gut. Ja? Klar. Jetzt hätte ich es nämlich bei mir daneben gebaut und ja. Zack, jetzt habe ich auch ein Chicken gebaut. Wupp.
Aber ist die Frage, brauche ich so eins von den Dingern, um das Hühnerfutter reinzusetzen, oder wo kann man das? Gute Frage. Huhn ist da, Swings. Ja, ich habe gerade noch meinen Huhn auch noch platziert. Wo haben wir denn? Ach da, ich muss doch mal die Pflanze gießen. Zack, 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 zack. Ich brauche tatsächlich so ein... Oh, deine Futter. Pflanze wächst prächtig. Hui. Habe ich gerade gegossen. Kannst du nochmal drauf pinkeln? So, währenddessen gucke ich jetzt mal gerade, um für die Hühner was Nettes, ja, geben zu können. Ah, dann gehe ich jetzt mal los und hol mal ein paar Samen, die wir anpflanzen können, oder? Was meinst du? Ah, eine Food Bowl wird es wahrscheinlich sein, oder? Theoretisch könnten wir nicht auch Erde ausheben und daraus das Dach bauen. Great, theoretisch schon. Können wir Hühnerfutter ja ausprobieren. Dann haben wir sie doch. Okay, ich hab was für die Hühner. Duffelsamen, Apfelbaum, Zwiebelsamen, Birnensamen, Mandarinensamen, Kopfsalat, Kohlsamen, Rosensamen. Kopfsalat oder Kohl? Kopfsalat oder Kohl? Lass Kohl nehmen, oder? Ja. Wir müssen sowieso nochmal gucken, wie wir das am besten mit der Farm dann machen. Ich hab nicht genug Geld. Fuck. Irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich könnte meine Kühe verkaufen. Wow, ich brauche eine Sense. Habe ich eine? Habe ich nicht. Ich glaube nicht. Nein. Ich habe nur eine Axt. Da. Ja, hallo. Da hinten ist eine Hühnerstalle, weißt du? Aber wie kann ich das Huhn? Kann ich mit einem Hammer draufhauen? Blöd gesagt. Nein. Hallo. Ich kann. Fuck off. Muss er noch einmal. Wings. Wings habe ich gefunden, aber ich. Hallo, du blindes Huhn. Oh, das ist ein Ei. Kannst du was mit dem Ei machen? Wahrscheinlich nur Ja, weiß ich nicht, was man mit dem Ei machen kann. Wenn das so wie bei Harvest Moon ist, ein normales Ei, gut zum Kochen oder Verkaufen. Okay, dann gehe ich mal verkaufen. Sagst du, du kannst das flicken. Man könnte ja so einen Zaun ringsrum bauen, ne? Wo? Vielleicht ist ein Zaun ja günstiger. Ein Zaun um die Stelle ringsrum bauen. Naja, das wäre ziemlich hilfreich, weil... Ne? Mhm. Die Hühner laufen nämlich ganz halt überall rum. 75 bringt ein Ei. Hm, na immerhin, besser als gar nichts, ne? Ja, stimmt wohl. Vor allem, wenn sie mal gefüttert werden und zufrieden sind, dann legen sie natürlich auch die Eier. Ich kümmere mich mal gerade um das ganze Gedöns. Ja, einen Kopfsalat muss ich noch, einen Kohl muss ich noch pflanzen, dann habe ich nicht, ich habe nämlich 9 gekauft. Ich würde nämlich sagen, wir machen wie bei Harvest Moon so 9x9 Felder. 3x3 Felder. Das können wir gerne machen. 9x9 ist ein bisschen riesig, findest du nicht? Hat er denn hier überhaupt einen Zaun? 81. Was hat er denn hier? Kürbiskappe. Farbige Turnschuhe. Katzenshirt. Okay. Pass auf, ich nehme jetzt hier einfach mal meinen Hammer. Ein Hammer. Ein Hammer. Kombinierungsstation. Was ist denn eine Kombinierungsstation? Boiling Station. Achso, das Koch. Was ist der Unterschied zwischen Boiling Station und Frying Station? So, einmal das Kochen. Eines Kochen, das andere ist Braten. Simply Stylish Kitchen Counter. Crate. Bookshelf. Das habe ich mir ein bisschen erschrocken, ey. Seed Maker. So, wie machen wir das jetzt hier? Ein Zaun wäre nicht schlecht, aber wie mache ich den jetzt zum Geiern? Hä? Was? Ich check's grad nicht. Was denn? Wie ich den Zaun hier vernünftig baue.
Gedrückt halten. Ach ja, ich kann es ja noch drehen, ne? Yep. Was denn? Ah, okay, alles klar. I checked it. Ich hab's verstanden. Warum kann ich die Scheiße nicht wegmachen? Was denn jetzt hin, um das zu zerstören? Ich will das nicht zerstören. Kann man keins. Ach, warte mal, wir haben doch so. Noch. Oh, Scheiße. Wir haben doch. Ich nehme jetzt eine Schaufel, ich buddel das aus. Kombiniere. Also. Wooden Fan. Schlack. Pfosten. Ich brauche zwei Pfosten. Und zwei Baumhörer, so wie Nägel. Ja, aber wie zum. Ja. Wie kann man bitte schön schnitzen? Also, das, was du wegsensen musst, kannst du auch erstmal umgehen, indem du einfach die Erde daneben platt machst. Hä? Haben wir denn keinen Zaun hier? Nicht blöd, oder? Hat auch keinen Sound zur Verfügung. Und dann werde ich mal gerade. Nein. Das ganze Holz, was ich jetzt habe. Mal umschnibbeln. So. Haben wir noch irgendwo Zaun, den wir nicht brauchen? Ich habe nämlich ein Stückchen Zaun von uns einfach abgerissen. Oh. Für den Hühnerstall jetzt? Nee, ehrlich gesagt für den Kuhstall. Hm. Ich habe bloß noch 50 Gold-Dingens. Hey, wo ist mein Chick gehen? Warte mal, wie kann ich denn dann? Vielleicht kann ich. Ach nein, jetzt man kann sogar schwimmen. Fans, Pfosten und Bauholz und Nägel. Wie krieg ich denn, wo krieg ich den Nägel jetzt schon wieder her? Eigentlich ja. Hi. Ja. Ja, Film gucken kannst du damit nicht, aber. Ich weiß auch warum. Scheiße, ey. Kann man die Hühner nicht einfach irgendwie wieder aufnehmen? Es gibt eine Fangbox, die du dir kaufen kannst. Richtig Fangbox. Ach so, ja, so. Kaufe ich mir mal die Fangbox, sonst wird wahrscheinlich wieder dunkel. Es wird nicht nur wahrscheinlich, es wird sogar dunkel. Ja. Ich kaufe mir dann eine Fangbox. Hol ich mein Hühnchen mal wieder. Also, so. Wieder nur mal kurz. Ja. Chicken, da haben wir ein Chicken. Oh, mein Huhn ist jetzt weiß. Mein Huhn hat sich verändert. Das ist nicht dein Huhn, das ist mein Huhn. Nein. Ich habe gerade mein Huhn gefangen und wieder neu. Ach so. Ah. Das hat schon mal die Farbe geändert. Okay. Ich wäre dafür, dass wir uns mal kurz hinlegen, weil ich auch gerne meine Pflanzen mal hier setzen möchte. Ja. Hey, guck mal, wir haben hier eine Lampe und irgendwie ist die Lampe super dunkel. Warte mal, warte. Die ist an. Wie hast du die da hingekriegt? Ach, hast du abgebaut? Ja. Ah. So, ich liege im Bett. Gute Nacht. Moment. Hä? Ich hab das Ding da abgebaut. Wow. Okay, ja, kann man noch so machen. Naja.
Ich habe das strange, abgebaut okay. und habe dann Holz stattdessen reingesetzt, damit das wieder außen geht. Ja, gut, ja gut. Drücke leer zum Fortfahren. Hui. Dann mache ich das mal hier ab. Jetzt brauche ich Holz, was haben wir hier? So, ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. Ich kann nicht mehr aufs Klo, das Bett ist im Weg. Warte mal. Ich. Wir jetzt hier den ganzen Kram weg. Ist die Fangbox verschwunden? Naja, die ist danach weg. Ach so, schade. Die hast du danach in der Tasche. So, jetzt habe ich nämlich wieder ein bisschen Zaun. So. So, das Bett steht jetzt woanders. Ach Gott, Alter, das Bauen ist echt anstrengend hier bei dem Spiel. Auf jeden Fall. Was aber auch wahrscheinlich daran liegt, dass wir... Nee, auch das Zaunbauen meine ich. Hm. Musst du mal gedrückt halten und kontrollieren, ist es jetzt auch wirklich so richtig? Naja, das ist wirklich... Ah, du hast das Futter genau da platziert. Oh, scheiße. Man kann es ja auch woanders hin platzieren, so ist es ja nicht. Ich baue einfach ringsrum. Passt schon. Oh, ich muss mal wieder Tierfutter kaufen. Oh ja, hier ist ein Ei. Ich kaufe mal kurz Tierfutter. Leider muss ich das Tutorial machen. Hast einfach nur die Blöcke dazwischen. Was habe ich? Hast einfach nur die Blöcke da hingesetzt und dann war es fertig? Ja. Habe einfach nur so getan, als wäre da ein Dach. Dabei war es eigentlich noch Baustelle. Okay, dann mache ich das mal. Gleich nachdem ich das Holz gefunden habe, was ich benutzen kann, weil irgendwie hat der kein Holz mehr. Hä? Alles schön aufsammeln hier. Wupp, wupp. Was sind die Dinger? Ich platziere einfach unseren Zaun woanders. Weil das ist ja erstmal wichtiger, die Tiere einzupferchen. Genau, richtig. Ah, hier, warte mal. Tierfutter. Tierfutter kostet 100, oder? Du brauchst eine Sense. Mutti braucht eine Sense. Ding Mutti. Holz für mich. Ach, das ist Kacke. Oh, ups. Nee, das hat kein Holz für mich. Ich bin gerade Tierfutter am Kaufen. Sehr, sehr gut. Bring dann was für dein Tier auch mit. Jupp, mach das mal. Das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Monsieur Bloody Knight. Nein! Nein, nein, nein. Ja, so. Und die Zahn einfach mal übers Wasser. So. Das ist hübsche Musik, hat das Spiel, ne? Ja, ziemlich angenehm. Aber wie zum Henker kriegt man denn bitte schön. Ist auch schwierig immer zu unterscheiden, warum muss ich jetzt mit der linken Maustaste spielen oder muss ich jetzt mit der rechten arbeiten? Naja, ist wirklich so. So, die Tiere sind eingesperrt, meiner. Nice. Putz. 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 Zack. Und da ist noch ein Ei. Dankeschön. Dann kann ich jetzt so. Hier mal die Kuh platzieren, ha? Huh? Ich mache hier schön einen Mischgarten. Pupp. Muh. Hallo, Kuh. Muffin heißt die Kuh. Die ist glücklich. Ah, du musst doch regelmäßig deine Tiere anscheinend. Oh, dein Huhn schwimmt. Hallo. Oh ja, und es wiegt mir zu. Das ist ja sweet. So, noch eine zweite Kuh bitte.
Yeah, da wir sind Double Cow. Habe ich nicht noch irgendwo eigene? Ach ne, mein eigenes Huhn habe ich schon mitgenommen. Nemo! Hä, ich krieg keinen Tomatensamen eingepflanzt. Was ist das denn? Ja, vielleicht sind die Tomaten. Vielleicht sind Tomaten noch nicht so weit. Wieder. Die Namen werden irgendwie automatisch vergeben. Ich habe eine Farblizenz. Hab ich nicht Futter bekommen? Fliegenpilz, Swamp, Barrel, blauer Wurzelbäume. Die Tomaten, die können im Sommer gepflanzt werden. Okay. Ja, siehst du. Apropos, hier. Sachen bessern. So, platziert. Es wächst prächtig. Hab schon. Okay. Gewässert. Ja, mein Kopfsalat hast du nicht gegossen, aber das ist nicht schlimm. Wo ist der? Ja, das ist die Frage, ne? Der hier? Na! Ach nee, ich denn hier? Moment. Ich habe eine viktorianische Lampe. Wo habe ich denn die her? Das hier meinst du, ne? Hm? Das hier meinst du, ne? Nee, das hier vorne. Hier ist der Kopfsalat. Ach so, ja nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das ist nicht schlimm. Ah ja, komm mal kurz gucken. Ja, Moment, ich muss das mal unsere viktorianische Lampe platzieren, neben unserem Bett natürlich. Flup. Miau. Wo bist du? Da bist du. Wieso ist die Kuh raus? Guck mal, ich bin im Wasser. Ey, die Kuh ist rausgegangen. Verpiss dich mal wieder da rein, Alter. Guck mal. Ja, aber die Kuh ist abgehauen. Nemo. Ja, wieso ist die Kuh hier draußen? Ach so, kann das sein, dass sie vielleicht drüber gesprungen ist? Ja, wahrscheinlich. Dass hier irgendwo draufgegangen ist und dann rüber? Wahrscheinlich. Guck, geh mal ins Wasser, schon mal was gucken. Also, mal so sehen. Oh, nice, verschwimmst tatsächlich. Ja. Hui. Der Käfer hängt hier immer noch rum. Naja. So. Okay, würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge. Genug gemacht. Hab schon auch wieder eine ziemlich lange Folge. Dass die Kuh hier nicht auch noch abhaut, Alter. Ich hab doch den Zaun hier abgesenzt. Ja, geh wieder rein. Klappt's? Nee, warte, ich hab eine Idee. Dann mache ich jetzt mal noch. Los, Kuh. Rein da. Nein, andere Richtung. Ach, guck mich doch nicht ständig an, du blöde Kuh. Kühe schubsen. Los, rein da. Oh. Die geht nicht rein. Los, jetzt weg. Ja, schub sie wieder raus, genau. So, jetzt aber hier. Ja, ist vielleicht günstiger, wenn das einer macht. Ach komm, Kuh. Alter, ich hau dich, du dumme Kuh. Alter, ist die Kuh fett. Ja. Ah, ich weiß, wo das Problem liegt. Ja, wo denn? An dem Hühnerstall. Ach, guck Scheiße. Mal. Ja. Aber wenn sie nämlich auf die Leiter geht, kann sie nämlich hier runtergehen. Ja, dann. Was ist denn Kacke? Kann die gar nicht schubsen, kann das sein? Nein! Bleib drin! Das war sehr strange, das Spiel. Boah, ich habe jetzt erstmal schnell das Zeug hier abgebaut. Ah ja. Wahrscheinlich ist es sogar anfangs geplant, dass du da Zeugs da abbaust. Hä, wieso so. Krieg ich denn... Das scheint noch ein bisschen buggy zu sein, weil... ich hatte gerade drei Holz... Ach so. Nee, er hat schon erledigt. Ich hab schon einen Fehler gefunden. So machen wir das jetzt. Zack. Jetzt ist natürlich das Hühnerfutter verloren gegangen. Naja, ich kann neues holen. Ja, gut. Also, das war's dann erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Macht's gut. Bis dahin und tschaußen. Ciao. Bis später.